Mist. Mist. Hundis, helft mir. Au. Au. Hat er das falsch rumgebaut? Irgendwie sitze ich hier falsch. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Gottes Willen, wie macht man das? So, wenn ich jetzt so gucke. Ja, so fliege ich richtig, genau. Da muss ich den Sitz hier anders machen. So. So. Und mal ganz kurz. Au. Au, aussteigen. Mist. Jetzt sitze ich schon wieder. Ne, jetzt sitze ich richtig. Oh, da muss ich mal meine Muskeln überprüfen. Echt so, jetzt können wir mal ein bisschen out of RP quatschen. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, welcher Mod das ist. Da haben wir einen. DA, Da Vinci Wesel. Oh Gott, ich hab ganz vergessen, das alles einzustellen. Da Vinci Wesel. CCD. Bitte auf Deutsch. Das ist jetzt shit. Q. Das machen wir mal auf Space. Das machen wir da drauf. Das müsste so irgendwie passen. Nein. Okay, das STRG muss also auf Space. Und das Steigen ist. Ist das runter und dann machen wir dort das hin. Nein. Das ist jetzt stehen bleiben. Okay. Ah, Q ist dann das. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich erstmal das hier umsetzen, ne? Also in allen Ehren, aber ich möchte schon gern richtig auf meinem Flugschiff sitzen. So. Genau. Wo ist es denn? Hallo? Da. Ist das hier runter? Das ist ja stehen bleiben. Ja. Hi, ich habe ein kleines Problem und du bist ja der gerade Zeit der Stadt her, gell? Naja. Wache, Chef der Stadtwache. Ja. Du bist ja für den Schutz von uns verantwortlich und ich habe mir eben mit 4 Münzen eine Axt gekauft, aber die Axt ist nicht aufgetaucht, die ist mal weg. Ich habe keine Axt bekommen. Dann gehe ich mal gucken.
Und so muss man wieder ins AP rennen. Da am Boden. Okay, ja, erledigt. Da die war nämlich eben noch nicht da. Die war, ich habe hier die vier Münzen reingelegt und dann ist sie nicht rausgekommen. Deswegen. Ja, normalerweise, wenn keine Axt mehr drin ist, ist dort auch kein Bild mehr zu sehen. Das ist ein Bild, oder nicht? Ja. Also müsste ich ja noch. Ja, hat sich dann geregelt. Danke, trotzdem. Ja, bitte. So, und weiter geht's mit der Steuerung vom Flugschiff. Ach. Mal schauen, ob wir das heute noch hinkriegen, das Ding auf unseren Balkon zu bringen. Wo war ich denn jetzt? Ach so. Das ist jetzt steigen. Ja, jetzt haben wir's. Und Q ist dann das, genau. So. Dann machen wir mal einen kleinen Rundflug. Und wie sieht das aus? Geilo. Haha, geil. Das ist geil. Oh, nice, nice, nice. Oh, Hui! Sagt man auch so schön dabei. Ah! Scheiße! Was Fräulein Sissi braucht Hilfe! Autsch! 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 Ich bin schlecht. Ich weiß nicht, was sie an sich haben, aber die kommen immer noch alle hier an. Ich glaube, die mögen mich bloß besonders. Das glaube ich auch. Ich warte jetzt, bis mein Flugschiff nach unten kommt. Wenn's nach unten kommt. Ich wollte gerade sagen, geht es nach unten? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, wir sehen uns wieder. Scheiße, mein Flugschiff. Du kriegst nicht mein Flugschiff. Nein. Hey, Chaco. Ich bin jetzt ganz aus dem RP raus. Jetzt komm runter. Oh mein Gott, das ist eine richtige Chaos-Folge gerade. Es tut mir leid. Aber wir werden jetzt weiter mit RP machen. Hui! Sie bauen eindeutig zu hoch. Ich komme hier nicht durch. Könnt ihr nicht höher fliegen? Doch. Also... Mist. Was wird? Also, die sind ihre noch doppelt so groß. Also ich habe nicht gebrannt irgendwie, also nicht, dass ich also wüsste. Also ich sehe noch ganz normal aus und nicht durchgeröstet. Können die Feuer fangen? Das weiß ich gar nicht. Ich hoffe mal nicht. Weil die sind ja aus Holz. Ja, aber ich hoffe es mal nicht, weil dann verkaufe. Ja, freie Fall nach unten. Ja. Ich muss das jetzt erstmal bei mir parken gehen. Ich muss mal gucken, ob ich das da überhaupt hinbekomme, wo ich es hinhaben möchte. Wow. Oh. Ja. Äh.
Wir brauchen mal kurz die halt. Ja. Hallo, ja, Nick. Irgendwie hängt das Haus an meinem Schiff fest. Hallo? Könnt ihr das dort auch wieder zurückfliegen? Hier sieht man den Wohlstand. Hallo? Hier, trinken Sie erst einmal, Wieso geht das nicht mehr? Ah, jetzt. Trinken Sie erst mal ein Smoothie. Aber das hat auch, so ein Haus hat aber auch nicht jeder. Ja, das stimmt schon, aber wenn das durch jeden Windhauch weggeblasen wird, ist es nicht so erfreulich. Aber jetzt überlegen Sie mal, wenn mein Luftschiff... Wenn das Luftschiff sowas macht, ist das nicht wirklich stabil, das Haus. Sieht es fertig aus? Probieren Sie es mal mit Ihrem Haus. Ich glaube, das hebt auch ab. Jetzt, wo Sie es sagen. Ich komme immer zu Ihnen landen. Der muss wahrscheinlich in Ihr Flugzeug springen. Wo stand Ihr Haus eigentlich vorher? Ich komme hier nämlich nicht weiter. Da. ich komme doch nicht. Meine Oh mein Gott, das ist echt eine Chaos-Folge. Ihr seht auf dem Server immer was los. Wenn es nicht gerade RP ist, dann haben wir anderweitig Spaß. Es gibt auch mal Tage, da machen wir wirklich kein RP, da nehmen wir aber auch nichts auf. Und da haben wir einfach nur just for fun, wir haben Fun. Wir machen einfach nur Blöde, ohne dass was kaputt geht oder so. Aber sowas gibt's auch auf dem Server. Man muss nicht immer RP machen. Out of RP ist dann ja auch ohne Kameraaufnahmen und alles. Und ja. Ich glaube, wir brauchen für Ihr Flugzeug noch eine Landebahn. Ja, ich überlege gerade, wenn ich das auf meinem Balkon lande, dann fliegt mein Haus wirklich mit weg. Aber dann habe ich ein fliegendes Haus, wie Freund Sissi. Ihr solltet mal das Ding nicht an einer Fackel landen. Das war Ihre Schuld. Das war Ihre Schuld. Sie haben eine Fackel dort. Wieso landen Sie überhaupt auf meinem Dach? Ich wollte gar nicht landen. Können Sie das Haus wieder zurückschieben? Weil da soll es nicht stehen. Man kann das nicht. Das kann man nicht mehr schieben, weil das mit der Erde verbunden ist. Nein, der stand hier auf der Erde. Der hat das hochgehoben und mitgenommen. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Der hat das ganze Haus einfach. Doch! Leider war das so. Weil die Erde jetzt in dieser Version nicht mehr. Ich verstehe nicht. Wir werden das gleich anders regeln. Trotzdem danke für die Hilfe. Ich mach das so. Okay. Also so kann man auch über Nacht einfach die Stadt wegschieben. Das stimmt. Oh, ich kann gerade kein wirkliches RP machen, also das ist sowieso so eine Folge, wo ich ein bisschen out of RP quatsche, also wir können auch mal ganz normal reden. Du nimmst auf? Natürlich. Ach, du Scheiße. Also, Dark Horse ist doch Erde. Der Nick braucht noch was. Genommen. Was? Ah, hier, das stand hier! Hier, Nick. Was? Brauchst du nicht machen? Nick, ich verschieb das gleich mit World Edit, hör auf. Ah, okay. Da wir schon Otto verlieren. Also, okay, der hat Landeverbot in der Stadt. Nicht, dass er die ganze Zeit. Du sollst in der Luft landen. Oh, ich hab das nicht gesehen, die Fackel, die da war. Du sollst nicht nach unten gehen, bis es anfängt, so rumzuspringen. Das hat nicht gesprungen, das war's ja.
Ah, dann bist du halt direkt dort perfekt an der Fackel gelandet. Ja, also doch deine Schuld, Dago. Du hättest die Fackel da nicht setzen sollen. Ich wollte ja die Fackel, sonst wäre ich runtergeschossen. Ey, das ist echt eine verrückte Folge gerade. Wir regeln das gleich mit World Edit. Die will ich sehen, die Folge. Ich will mir das nochmal anschauen. Das wird ein Best-of. Aber kurz das Protokoll. Also du bist da oben gelandet, bist an der Fackel hängen geblieben, hast das Haus damit bewegt, oder wie? Ja! Ja. So, by the way, ganz kurz um die Regeln mit dem Werwolf. Ich finde das, ich habe es nicht ganz verstanden. Darf man überhaupt nicht als Werwolf in der Stadt sein? Oder ist es auf die eigene Gefahr, dass man umgebracht wird von dir? Weil das wäre logisch. Du kannst als Werwolf durch die Stadt gehen, aber nur als großer Werwolf. Okay. Musst damit rechnen, wenn ich und dich... Auch bei Vollmond, oder? Ja, also eigentlich auch nur bei Nacht, Tag überhaupt nicht. Weil Tag machen wir auch nicht mehr. Du musst aber damit rechnen, wenn du von der Stadtwache gesehen wirst, dass du gejagt wirst. Ja. Und... Als Stadtwache, dein Mitglied ist selbst einer. Bist du nicht der Einzige, der kein Werwolf ist? So ziemlich. Ich, Melvin und Benny sind keine Werwölfe. Benny wurde gebissen. Der ist einer. Wann? Gestern? Nee, der war doch gestern da in der Folge noch. Ich habe gestern mit ihm aufgenommen und da war er kein Werwolf. Ich habe mir ja den Test unterzogen. Wer ist Melvin? Nein, ich verarsche dich gerade. Gut, ey, boah, mach nicht! Ey, und du musst mal schnell mit deinen Tränken sein, weil die meisten Werwölfe werden schon bald Level 15 sein. Und ab dem Level kann man andere Leute verwandeln. Wie bitte Level 15? Ich bin schon Level 12. Fast. Ja, weil sich. Einfach XP sammeln. Ja, Dago, das geht ganz einfach. Scheiß auf RP, wir verwandeln uns und jagen Monster. Sorry, dass hier den Vollmond man nicht zurückverwandeln kann und das ist halt, zu überleben und nicht zu verhungern, muss man halt etwas essen. Dann ess Gras. Das kann man essen. Ich bin der Einzige, dann kümmern Sie sich drum. Der tatsächlich das machen kann. Oder stell dich einfach vorne, hast du auch genug Essen. Stimmt. Dann kriegt man aber XP. Und dann levelt man sich, er will das dann. Nee, Cybot hat das auch eine ganze Weile gemacht. Echt? Ja, ja. Sicher einen Spawner zu stellen. Nee, aber gelevelt. Der hat dann das RP außer Acht gelassen, ist verschwunden, hat gelevelt ohne Ende. Deswegen. Ja, was glaubst du, wie er 15 Schaden macht? Mal eben so. Nein, macht gerade 5. Macht er nicht mehr. Schaden, das ist man mit dem Level 4 oder 10 oder so. Mit 4 kann ich maximal 5. Also er macht keine 14 Attack Damage mehr, er macht nur noch 10. Ich habe das heute mit ihm getestet und ich habe ihn dazu wortwörtlich genötigt, XP zu sammeln und runter zu skillen. Was der Cybot schon macht, das ist zu OP. Und ansonsten hätte ich hier im Umkreis von, ich sag mal, 100 Blöcken einen NPC gesetzt, der rumwandert. Den hättet ihr nicht down gekriegt in Werwolf-Gestalt, weil der hätte instant 40 Schaden gemacht und ihr vielleicht ein halbes Herz. Aha. Deswegen warte ich immer noch drauf ab, bis ich mal die Nachricht lese, dass einer von euch durch einen NPC gestochen ist, weil ihr in das eine... Hey, gibt's die? Es gibt schon ein Dungeon hier, was ich gebaut habe. Da sind NPCs drin, man kommt aber erst einmal nur durch die Luft über rein, durch die Hängebrücke, und da steht aber ein NPC. Echt jetzt? Ich war da steht noch in Arbeit. Ja. Ja. Ist jetzt dieses komische Gebilde da? Ja, gut, mit der Hängebrücke, da wollte ich heute hin. Nee, das ist noch nicht fertig. Und die NPCs kriegen dort überhaupt keinen Schaden, machen aber ordentlich. Ja, toll, wie sollen wir die killen? Das ist ja noch nicht fertig, oder? Ja, okay. Aber später machen sie hoffentlich, oder können wir hoffentlich Schaden machen. Ja, ja, später ohne können wir Schaden machen. Ja, ihr dürft sowieso nicht als Werwolf da rein. Deswegen, ja. Gut. Der ganze Dungeon Grinding wird nur während Tages gemacht. Die Regel, dass ihr da nicht als Werwolf rein dürft. Ja. Ansonsten, oder ich hab da einfach zig Milliarden Hunter hin. Nö, ich hab's doch in die Info geschrieben, dass ich ansonsten die NPCs noch stärker mache. Dann habt ihr keine Chance. Echt? Okay. Ja. Ja, und was ist für die, die nicht mal Werwolf sein wollen?
dir Pech. Vielleicht sind selbst Pech. Ja. Ja, die NPCs müssen auch noch eingerichtet werden, dass die halt alle 2 Tage wieder neu spawnen und den gleichen Loot aber immer rausgeben und. Gut, Darko? Jetzt rennt der weg. Ja. Aber ja, das guck mal, das hat doch was. Das hat doch was. Fehlt da oben nicht was? Du nimmst dir die World Edit Axt, schnappst dir das Ding. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Okay, dann mach ich das. Ich muss halt nur vorher die Folge beenden. Und ja, das war's mit der chaotischen Out-of-RB-Folge. ja. Sowas passiert halt einfach mal just for fun und. Oh, man kommt nicht online. Ja, die nächste Folge ist dann wieder RP. Bis dahin. Komm.